Heute geht es um Chiron in den Fischen oder im 12. Haus. Wenn Chiron in diesem Bereich des Horoskops steht, hat es einen immensen Einfluss auf die Themen Vertrauen, Hingabe und das Göttliche. Aber wie immer, bevor ich weiter darauf eingehe, empfehle ich dir, dass du dir zuerst mein allgemeines Video zu Chiron anschaust. Klicke einfach hier oder unten in der Beschreibung ist es auch verlinkt. Also, wie ihr sicherlich schon wisst, steht Chiron im Horoskop für eine mitgebrachte Wunde, meist aus der Kindheit. Und er steht gleichzeitig für eine Begabung genau in diesem Bereich. Zuallererst nehmen wir Chiron aber immer als schmerzhaft wahr, als einen wunden Punkt in der Psyche. Und bei der Chiron-Wunde in den Fischen oder im 12. Haus geht es um alle seelischen Belange, um Urvertrauen und um Hingabe. Man geht bei diesen Themen immer in die Vermeidung, um Schmerz und Zweifel auszuweichen. Aber wenn man den komplett ausweicht, kommt auch die Begabung nicht zum Vorschein. Daher ist der beste Umgang mit Chiron die Akzeptanz der eigenen Verletzlichkeit in diesen Bereichen auch wirklich anzuerkennen. Die besondere Empfindsamkeit bleibt immer, aber du lernst im Laufe des Lebens, damit umzugehen. Übrigens, wenn du kein Video von mir mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch bitte meinen Kanal. Also, mit Chiron in den Fischen oder im 12. Haus spürt man eine schwer fassbare Ambivalenz im Umgang mit dem Themen Allliebe, Verbundenheit, Ganzheit, das große Ganze, das Mystische und das Göttliche. Etwas in dir weiß um all das und du fühlst dich auch als Teil von allem. Gleichzeitig spürst du auch eine ungewisse Angst, verloren zu gehen. Tief im Inneren hast du große Sehnsucht nach Hingabe, Vertrauen und unbedingter Liebe. Auf der anderen Seite hast du ein nicht greifbares Misstrauen und eine Art Ahnung, dass man dich verlässt oder dass du fallen gelassen wirst. Auch weißt du um eine Welt jenseits des Irdischen und deshalb erlebst du das Sein auf dieser Erde als schmerzliche Erfahrung von Getrenntsein und manchmal auch als Überflutung vom Schmerz anderer. Das archetypische Bild ist hier die Vertreibung aus dem Paradies. Menschen mit Chiron in den Fischen oder im 12. Haus sind überaus empfindsam in allen Belangen, wo es grundsätzlich darum geht, zu vertrauen oder sich einer Sache hinzugeben. Du sehnst dich zwar danach, Verbundenheit und Liebe zu erfahren, aber schon kleinste Irritation deutest du als Hinweis darauf, nicht akzeptiert zu werden oder gar verstoßen zu werden. Wenn du dich mit spirituellen oder religiösen Themen beschäftigst, reichen kleinste Unstimmigkeiten, um dich zutiefst zu verunsichern. Und auch hier gibt es verschiedene Formen der Ausweichung. Also einige von euch vermeiden jeden Kontakt mit dem Unfassbaren, mit dem Göttlichen und achten darauf, so wenig wie möglich in Situationen zu kommen, in denen ihr euch hingeben müsstet oder auf etwas Größeres vertrauen müsstet. Stattdessen konzentrierst du dich auf die reale Welt und suchst dort Sicherheit. In dir hast du jedoch das Urwissen, eine Ahnung, dass da noch mehr ist, eine andere, dir verschlossene Wirklichkeit. Und dies löst dann bei dir immer wieder eine unbestimmte tiefe Trauer aus, ein Schmerz über etwas, das verloren ist, auch wenn du nicht genau weißt, was. Oder manche von euch erleben es auch als Projektion und begegnen immer wieder Menschen, die zum Beispiel Drogen nehmen, ausgestoßen sind, sehr chaotisch sind oder auch einfach nur sehr spirituell. Und dann gibt es noch diejenigen unter euch, die versuchen, durch spirituelle oder religiöse Praktiken oder auch durch die Beschäftigung mit Kunst, vor allem mit Musik, die Verbundenheit zu erlangen, nach der ihr euch so sehr sehnt. Und genau dann, wenn du denkst, dich ganz hingeben zu können, geschieht etwas, das die Atmosphäre vergiftet oder die Erfahrung von Ganzheit und Allliebe stört. Da genügt schon eine falsche Bemerkung, um die Erfahrung von innerem Frieden zu stören. Ja, wie sollte man nun mit Chiron in den Fischen oder im 12. Haus umgehen? Also der Entwicklungsweg ist folgendermaßen. Zunächst solltest du dich mit deiner überaus großen Sensibilität in Bezug auf das Unfassbare und das Mystische beschäftigen.
Erkenne und respektiere hier deine vorhandene Empfindsamkeit sowie den in deinem Unbewussten tief verankerten Schmerz, die Trauer und die sich immer wieder meldende Sehnsucht nach etwas, das nicht beschrieben werden kann. Auch ist es wichtig, dass du dich bewusst vor Einflüssen schützt, die ungesund oder überflutend erlebt werden. Mit der Zeit wird sich deine reiche Innenwelt öffnen und deine Gabe der Imagination kann immer besser genutzt werden. Allerdings wird die große Sensibilität immer erhalten bleiben und somit der Schmerz des Getrenntseins sich immer mal wieder bemerkbar machen. Und wenn du das alles gelernt hast, kommt deine wunderbare Gabe immer mehr zum Vorschein. Und zwar verfügst du dann über enormes Mitgefühl für andere und besitzt ein tiefes Wissen um etwas Größeres, um das göttliche Prinzip. Du hast eine große Liebes- und Hingabefähigkeit und kannst anderen das Gefühl des absoluten Vertrauens vermitteln. Du kannst das seelische Potenzial anderer erkennen. Und du hast auch die Fähigkeit, andere in ihrer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und hilfst ihnen, mystische und religiöse Zusammenhänge zu verstehen. Deine Gabe, ganzheitlich wahrzunehmen und mit dem, was ist, mitzuschwingen, ist etwas ganz Besonderes. All dies kannst und solltest du dann auch beruflich einsetzen. Und zwar in allen spirituellen, religiösen, psychologischen und auch musischen Bereichen. Alle Berufe, die sich mit den seelischen Prozessen befassen und auch alle Berufe, die mit Kranken, Hilflosen und Außenseitern zu tun haben. So, Chiron wird im Leben immer besonders wichtig, wenn er persönliche Planeten im Transit aktiviert. Aber die allerwichtigste Chiron-Phase ist die sogenannte Chiron-Rückkehr. Diese findet für jeden Menschen zwischen dem 50. und dem 52. Lebensjahr statt. In dieser Zeit wird das Chiron-Thema in deinem Horoskop dann nochmal stärker aktiviert, damit du nun wirklich heilen kannst und somit auch zu Weisheit gelangst. Natürlich wird man nochmal sehr stark mit den dazugehörigen Ängsten und Zweifeln konfrontiert. Es ist wichtig, dies einfach auszuhalten, ohne zu verzweifeln. Versuche nicht zu verstehen, sei mit dem, was ist. Dann entsteht oft was ganz Neues. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in die Chiron-Thematik der Fische-Energie geben und würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Like für dieses Video gibst. Natürlich nur, wenn es dir gefallen hat. Alles Liebe dir. Bis bald.